Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 2 Assassins of Kings. Gut, ich habe am Hafen wohl noch eine Quest vergessen. Bevor ich jetzt nämlich dort weitergehe, wo ich die Frau des Trolls gerecht habe, hinten an dem komischen Schiffswrack, wo die Neckar rumliefen, werde ich erstmal hier runtergehen und das machen. Ich weiß gar nicht, wo die sein soll. Wahrscheinlich habe ich noch nicht mit allen gesprochen. Mit euch habe ich gequatscht. Ja, du mit deiner Prostituierten da wieder, genau. Weißt du, der ist mitten im Wachdienst und quatscht sie an. Bist du das? Du bist auf jeden Fall ein Grüner. Oh. Ich habe einen Vorschlag für dich. Ja, ist ein grüner NPC, von daher Wenzel. Sei gegrüßt, Weißkopf. Ich suche nach einer bestimmten Rezeptur und du könntest mir dabei helfen. Ich bin kein Kräuterkundler. Ich weiß, wer du bist. Ich sag's direkt. Du bekommst ein stattliches Säckel Orins dafür. Okay. Klingt nicht schlecht. Was müsste ich denn tun? Ein Ladenbesitzer hat die Rezeptur, die ich will. Warum gehst du da nicht einfach zu ihm? Er handelt mit Räucherwerk. Eins davon ist sehr begehrt. Ich glaube aber, dass es sehr schädlich ist und brauche die Rezeptur, um das zu beweisen. Das ist dem Lumpen klar. Entsprechend bewacht er sie. Du als Hexer kennst ja einige Kniffe. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ja, ja. Wer es glaubt, ganz ehrlich... Ich glaube nicht, dass das so ein guter Bürger ist, der sich Sorgen darum macht, ob das Zeug schädlich ist. Der will wahrscheinlich seinen Anteil daran verdienen. Und deswegen soll ich das jetzt für ihn klauen und dann macht der da den Profit mit. Ah ja. Ich kann es mir fast denken, dass das so läuft. Und du bist der Räucherhändler, das wissen wir ja schon. Guck mal. Überall hier sein Rauchwerk. Mittelalterlicher Headshop quasi. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ich brauche die Rezeptur für eines deiner Räuchermittel. Ich habe hier gut 200. Es ist das, was sich am besten verkauft. Mir ist ein saftiger Preis für die Rezeptur deiner Mischung geboten worden. Angeblich ist sie schädlich. Unsinn. Bisher hat sich noch kein Kunde beklagt. Und meine Rezeptur verrate ich niemandem. Ich könnte dir die Rezeptur einer ähnlichen Duftmischung geben. Dann bekommst du deine Belohnung und ich behalte mein Geheimnis. Ja. Einverstanden. Warte einen Moment. Nee, ganz ehrlich, es ist mir so egal. Es ist mir so egal, ob der Typ die echte Rezeptur bekommt. Ich meine, der Kerl hier, der ist ein Geschäftsmann. Der verdient halt sein Geld damit. Warum soll ich den verarschen? Warum soll ich hier Industriespionage betreiben auf die dreckigste Weise, dass ich ihn verprügel oder so? Nee, ganz ehrlich, da bin ich nicht so. Wahrscheinlich... Bist du gerade frei? Verzieh dich endlich! Ja. Wahrscheinlich merkt er das sowieso nicht hier, der Blödmann. Weißt du, da werde ich angestiftet. Heieiei. Muss man sich mal reintun. Und? Hast du die Rezeptur? Na klar. Hab ich. Zeig her. Da hast du die Rezeptur. Sehr gut. Bevor du dein Geld bekommst, muss ich im Labor prüfen, ob es auch die echte ist. Verdenk mir meine Vorsicht nicht. Tu ich nicht. Gib mir nur die Rezeptur zurück. Also schön. Dann gehen wir ihm gemeinsam. Ich warte am Markt neben dem Eingangstor auf dich. Okay. Komischer Kauz, oder? Ich weiß ja nicht. Geruch von Weihrauch heißt die Quest. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt dazu denken soll. Dass ich jetzt noch mit ihm da irgendwo hingehe. Hey, ich bediene gerade einen, der ist gut. Na, das war jetzt vielleicht doch keine gute Idee. Vielleicht finden die das raus und dann bekomme ich Ärger. Oder im Endeffekt keine Belohnung, was noch schlimmer wäre. Ärger finde ich ja gut. So, da draußen steht er schon. Da ist doch noch jemand Grünes gewesen. Was bedeuten denn die grünen Punkte? Dass das ein wichtiger NPC ist, oder? Ein Händler, ein Questgeber oder sowas. Ich weiß noch nicht so ganz, was die blauen bedeuten. Kann ich das... Warte mal, ich gucke das jetzt mal ganz kurz. Das muss doch hier irgendwo stehen bei der Legende. Tut's aber nicht. So, warte, ich speichere lieber nochmal. Sicher ist sicher. Hast du neue Klamotten an? Du hattest doch vorher einen roten Hut. Und eine rote Weste. Also diese Karo... Diese Diamantformen da. Hä? Bist du bereit? Wie ich schon sagte, ich bin vorsichtig. Der Eingang zu meinem Laboratorium ist ein Geheimnis. Und das soll er auch bleiben. Ich muss dir leider die Augen verbinden. Hat er sich jetzt extra für mich umgezogen? Ich lasse mir nicht die Augen verbinden. Davon war keine Rede. Ich ziehe es vor, zu sehen.
Verzeih, aber Sicherheit ist für mich das Allerwichtigste. Wenn du nicht einverstanden bist, vergessen wir unsere Abmachung. Oh. In Ordnung, aber mach keinen Unsinn. Eine falsche Bewegung und du hast keine Hände mehr, mit denen du deine Geheimtür öffnen könntest. Ich bin nicht so verrückt, mich mit dir anzulegen. Halt dich an meiner Schulter fest. Oh, was ist das denn für ein Fade-Out? Nicht schlecht. Es ist ganz nah. Wir sind fast da. Dicker, jetzt! Oh, ich hab's so gewusst, ne? Sind wir denn hier? Noch einmal. Verzeih mir. Ich weiß, wenn du wolltest, könntest du Gulasch aus mir machen. Ich musste mich irgendwie absichern. Einen Moment Geduld. Meine Mitarbeiter überprüfen die Rezeptur. Du weißt ja nicht, wie schwierig es heutzutage ist, qualifizierte Spezialisten zu finden. Zu Bleinheims Zeiten konnte ich mit den erlesensten Alchemisten zusammenarbeiten. Bleinheim? Den Namen kenne ich doch. Jemand aus Flotsam? Aus Visima. Lange her. Augenblick! Da sind die Ergebnisse. Eine Fälschung. Tut man sowas? Jemanden belügen? Ich war ganz zerknirscht, bis du gesagt hast, dass du bei den Salamandra warst. Tja, in diesem Fall musst du hier bleiben. Ach so, ich bin der, der lügt, ja? Ja gut, schon, aber du auch. Was? Besiege die Angreifer. Was mache ich jetzt? Hier geht's ja nirgendwo weiter. Ich bin eingesperrt, warte mal. Mit Art vielleicht? Aha! Oh, wartet nur, Jungs, jetzt gibt's Haue. Oh, oh Scheiße. Meine Waffen sind ja weg. Ah, au. Aha! Ah! Ihr Spechte! So, Wenzel. Da haben wir ihn schon mal erledigt. Tut mir leid, aber muss sein. Wow. Lass mich mal hier durch, Jungs. Hilfe. Ist das überhaupt mein... Warte mal, ist das überhaupt mein Metallschwert? Ja, mein Stahlschwert, besser gesagt. Ich hab... Warte mal, wo ist mein Silberschwert? Leute, wenn ihr mein Silberschwert jetzt... Ich mach euch fertig, ne? Ich sag's nur. Na, komm mal her. Wie? Ihr habt mich doch gar nicht erwischt. Warum ist mein Quen jetzt ausgelaufen? Oh, jetzt ist es wieder ausgelaufen, natürlich. Au. Ah. Sack, ihr Sichter. So, jetzt kämpfst du mal gegen deine Freunde hier. Wie sieht's denn aus? Autsch. Alter. Ah. Genau, hau sie weg. Die halten aber auch ganz schön was aus, die Halunken hier, ne? Oh, jetzt ist er böse. Hilfe! Du machst jetzt erstmal hier Pause. Wo sind meine Waffen? Das ist doch nicht mein gutes Hexerschwert, oder? Da würde ich viel mehr Schaden mit verursachen. Na komm schon. Ihr Säcke. Ach, ich muss es jetzt schon benutzen, sonst geht das nicht gut aus. Na komm. Wenn ihr mal einzeln kommen würdet, ne? Nicht immer. Ah, nicht immer schön hier in der Gruppe. Du. Stinkender Sack. Ne? Ah. Rage. Hexer Rage. Okay.
Ja, einige haben schon gesagt, ich soll doch die... Oder was? Nugget? Ich weiß es nicht. Ich soll doch die Mod nicht, also diesen Fix da nicht installieren, dass es so wabert, wenn ich diese Ausrüstung habe. Doch, mich stört es nämlich extrem. Nicht nur das Aussehen, sondern auch das Geräusch. Und deswegen mache ich das aus. So, ich muss ja damit klarkommen. Und ich komme nicht damit klar. Mit diesem Geräusch und diese wabernde Schatten da. Und Katze möchte ich auch nicht nehmen, weil ich finde das ein extrem anstrengendes Elixier hier, ehrlich gesagt. Waldkauz, aha. Den kenne ich auch, den Trank. Dieses Gebräu. Hey, jetzt mal ernsthaft, wo ist meine Waffe? Wo sind meine Waffen? Oh, da haben wir es doch, oder? Das waren auf jeden Fall meine ganzen Bomben und so weiter. Okay. Ah ja, da haben wir es doch. Bannfluch und Ultimatum. Ich hätte jetzt auch gesagt, ne, hätten die mir mein Zeug geklaut und es wäre weg. Leute, ich wäre durchgedreht. Ich hätte das nicht gemacht, die Quest. Das geht doch nicht. Da baue ich mir das Zeug zusammen und habe wirklich stundenlang dafür gefarmt und dann sowas. Also das hätte ich nicht so akzeptiert. Das geht nicht. Kann man hier in der Wasserpfeife stehen? Wahrscheinlich, ja, haben die hier schön produziert und dann das Zeug geraucht. Ne? Daneben ging es eben runter, habe ich gesehen. Ne, warte, hier geht's raus? Okay. Da ging es doch eben runter. Hier. Oder täuscht das? Ach ne, ist Sackgasse quasi. Ist hier noch was? Ein paar Kisten vielleicht? Ja. Ja, es lohnt sich schon, hier alles abzusuchen. Noch was? Nein. Ne, dann war's das wohl. Alles klar, wo sind wir denn überhaupt? Das interessiert mich jetzt. Wo ist diese geheime Höhle? Vielleicht war ich ja schon mal hier in der Nähe. Oh, Nachladeruckler. Ach, da ist das. Da, wo der Typ liegt, der Tote. Warum ist mir das vorher nie aufgefallen? War das vorher zu, diese Höhle? Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Na gut. Was heißt jetzt neue Questphase eigentlich? Da stand doch... Ja, die ist wohl jetzt gelöst, ne? Der Geruch von Weihrauch ist gelöst, die Quest. Dann haben wir ja nur noch... Fight Club und Probleme mit dem Troll. Hä? Das habe ich doch schon gemacht. Der Troll war so froh, wie er groß war. Also ziemlich. Statt zu saufen, langte er wieder richtig hin und reparierte im Nu die Brücke. Korab konnte wirklich zufrieden sein, fand Geralt, und er ging zu ihm, um seinen verdienten Lohn zu holen. Alles klar, und dann haben wir nur noch den Kairan. Leute, dann haben wir das so ziemlich alles abgearbeitet hier. Habe ich noch was vergessen? Schreibt mir das gerne mal. Aber das waren jetzt schon einige Nebenquests. Also ich wäre damit zufrieden, wenn der erste Akt mal langsam voranschreitet. Ich meine, ihr sagt jetzt, man kann das sehr schnell abhandeln, wenn man sich nur an die Hauptquest hält. Und das möchte ich ja nicht. Also ich möchte ja schon ein bisschen was mitnehmen und erleben. Am besten keine 100%, aber schon, sagen wir mal so 80-90%. Es soll ja noch was übrig bleiben, wenn ich es vielleicht irgendwann mal wieder anpacke und selber spiele. Für mich vielleicht dann genau alles entgegengesetzt. Weil das finde ich ja schön. Wie gesagt, es gibt hier kein Gut und Böse. Es gibt nur ein bisschen arschig und ein bisschen weniger arschig, wie man sich verhalten kann als Hexer. Na gut, ich gehe jetzt mal, wie gesagt, hier am Schiff entlang. So manches Mal wünschte ich mir Schnellreisen. Ja, gibt es übrigens doch in Witcher 3, habe ich jetzt gehört. Man kann zwar auf Roach, seinem Pferd, schnell Entfernungen überwinden, aber ich habe jetzt auch einen Vorabbericht von GameStar gelesen, dass es wohl manchmal Strecken gibt, wo man wirklich 25 Minuten reiten darf. Hallo, Geralt? Habe ich zu oft gedrückt oder was? Und das wäre schon ein bisschen extrem, also wenn ich das Let's Playe, ja, ich werde es Let's Playen, ich freue mich so drauf, haha. Dass man da wirklich dann, dass ich so einen ganzen Part nur reiten habe, das wäre ja auch total langweilig. Außer es ist ein anderes Reiten. Aber das muss ich dann ja wieder zensieren, beziehungsweise auf 18 stellen. Das ist ja mittlerweile vertretbar, habe ich gehört, Nippel zu zeigen. Schon wieder das Medaillon. Aber nur ab 18, wie gesagt. Und ich weiß nicht, ob jeder von euch vielleicht bedacht hat, dass man seinen Account nicht unbedingt auf 13 jetzt stellen sollte, sondern das wahre Alter reinbaut. Was ist denn? Das ist ja ein Schäfchen. Uah. Ertrunkener Tote? Ich dachte, ihr seid Neckar. Ja, die waren schon ein bisschen happiger, finde ich jetzt, als Neckar. Vorne laufen sie.
Wo ist denn der hin? Bin ich noch im Kampf? Nö. Toll. Den habe ich jetzt wieder irgendwo da reingeprügelt und jetzt komme ich nicht an die Beute. Ein Bock gefüllt mit Schwefel und ein toter Bauer. Wie in der Legende aus dem Osten. Dem Kairan hat das aber nichts ausgemacht. Oh oh. Ist hier schon... Leute, ist hier schon der Kairan? Oder soll das vielleicht eine Falle sein? Ich speichere... Warte mal, ich speichere lieber doppelt und dreifach. Nicht, dass ich jetzt hier... auszusehen schon den Kairan mache. Leute, das will ich nicht. Das will ich echt nicht. Boah, komm, wie sieht denn das hier aus? Voll zugeschleimt. Ja, ich sagte ja, beim Troll gibt's auch noch was, wo es weiter ging im Wasser. Da werde ich dann gleich auch nochmal schauen. Hallo, kleiner Ertrunkener. Okay. Die machen irgendwie gar nicht mehr so viel Schaden. Bist du noch am Anfang das Tutorial in der Burg? Ertrunkenen Hirn. Oh, köstlich. Ich weiß nur, dass die in Teil 1 sehr, sehr oft vorkamen. Vor Visima. Oh, komm, ich mich hier durchschnetzle. Ich hoffe, der Kairan wird ein bisschen anspruchsvoll. Nicht jetzt so wie die Gestalten. Ihr sagtet ja, das wäre mit das Schwerste im Spiel. Mit die schwerste Stelle war das wohl. Komm, die aussehen wie so Aliens. Mit Irokese. Komm, da sind noch mehr, oder? Am Schiff. Ja. Ich sehe sie. Aha, ein Tuch. Die Geräusche hier immer, das hört sich an, als würde einer so ein bisschen auf irgendwas zupfen. So, gedang, gedang. Gedang. Aber das wäre auf jeden Fall eine gute Kampfarena für diesen Kairan, glaube ich. Ihr lernt es wohl nie. Da ist doch was hier, da war das doch rot eben. Hier sieht sie Licht. Ein Tuch. Ich weiß nicht, ich bin nicht so zufrieden mit der Ausbeute. Also bei den Neckern, da gab es bessere Sachen. Oder jetzt auch bei den Endri-Jagen. Oh, was ist das? Was bedeutet das eigentlich? Oh, Kapitäns der Petra. Schlüssel des Kapitäns der Petra. Guck mal, hier ist doch rot. Seht ihr das? Dieser rote Punkt, was bedeutet das? Dass da noch was liegt? Ach, da ist ja noch einer. Ich dachte eben, die Kampfmusik, die ebbt ja nicht ab, ne? Ja, die sind halt aus wie so eine Mischung aus Mensch und Fischwesen. Noch mehr, ernsthaft? Was haben wir denn hier? Horenz, 23, na gut. Was mache ich jetzt mit dem Schlüssel? Ist der nur für die Kisten? Oh, Logbuch, Bericht des Kapitäns, Pechdraht und Tuch. Ach, aha. Finde die Truhe, die als Briefkasten der königlichen Post dient. Oh, jetzt habe ich schon wieder... Ach, ich habe schon wieder die Schuhe ausgezogen. Warum mache ich das denn? Das wollte ich gar nicht. So, Bericht des Kapitäns. Versiegelte Kopie des Logbuchs der Petra Cilli. Dies ist eine getreue Abschrift des Logbuchs der Petra Cilli. Sorgfältige Notiz auf dem Umschlag. Zu Händen seiner Magnifizienz... Magnifizienz, ach so. Nicht Magnifizienz. Des Rektors der Universität zu Ochsenfurt. Zustellung ausschließlich per königliche Post. Ochsenfurt, soll das sowas wie Oxford? Ja, ich kenne die Romane, wie gesagt, nicht. Muss ich nachholen, den ersten habe ich ja schon teilweise. Logbuch des Schiffes Petra Cilli. Die Expedition nach Loch Muin war ein Erfolg, der sowohl die Oberen der Universität als auch den so großzügigen König Foltest zufriedenstellt. Besonders zufrieden scheint Oswen zu sein. Ich habe noch nie einen Zauberer vor Freude Luftsprünge machen sehen. Oswen hat die Mannschaft aufgewiegelt, indem er die Preziosen verteilte und die Artefakte für sich behielt. Zum Glück blieb Foltests Marine loyal. Auf der Höhe von Vergen... Diese ganzen Namen verwirren mich. Kam es zum Gefecht und wir versenkten die Derdin. Wir mussten dennoch fliehen, da wir permanent von Harpien angegriffen wurden, die wir Oswens Flucht zu verdanken hatten. Oswen ist zwar auf Grund gegangen, aber sein Zauber ist noch immer stark genug, um Ungeheuer herbeizurufen. Die Soldaten kämpfen tapfer gegen die Flussmonster, die uns verfolgen.
Ich vollende meine Arbeit am Bericht für Ochsenfurt mit einer Zusammenfassung der Forschungsergebnisse und der Kennzeichnung der Stelle, an der die Daedin versank. Wir sind bald zu Hause. Wer nutzt die königliche Post in Flotsam? Ich könnte das hier abliefern. Könntest du. Wir könnten aber auch das Ding suchen und selber einkassieren, oder? Es ist auf jeden Fall in Flotsam jemand. Das ist doch der Herr Merse, oder? Nee, das ist nicht auf dem Marktplatz, das ist draußen. Ach, das ist dieser eine Typ, mit dem wir schon geredet haben. Mit dem Typ haben wir schon gequatscht, meine ich eigentlich. Ugh. Eine Riesensau liegt da einfach mal. Interessant. Und sonst gibt's hier nichts mehr? Huh. Ein Bock mit Schwefel gefüllt. Ich frag mich echt, was das soll. So als Bombe quasi? Nee. Einfach nur als Opfer. Oder als Köder, aber... Ich schnall das nicht so ganz. Der Kairan, gibt's da vielleicht noch ein paar Hintergründe zu? Ich habe ja nichts gelernt darüber. Ich könnte mir das Buch durchlesen, aber da waren nur so ein paar Informationen, dass es halt eine uralte und einzigartige Bestie ist, mehr nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas wie ein Oktopus ist, oder... Weiß nicht, sowas Urzeitliches, halt eben so ein Vieh, was in einer riesigen Schale lebt. Keine Ahnung. Gut. Dann gehen wir erstmal zurück. Ich werde mal mit ihm quatschen, vielleicht finde ich ja was raus, oder? Hm, die Brücke, wo die mal hingeführt hat. Die Daedin. So. Ja, es ist halt ein bisschen gelatscht. Schade, dass man keinen Sprintenknopf hat, finde ich. Das wäre voll praktisch. Die Kiste habe ich mir schon... Ja. Das wäre voll praktisch. Hätten wir hier so eine kurze Zeit zumindest. Oder hätten wir hier schon ein Pferd, das wäre auch super. Ja, ja. Ich könnte das Ganze ja vorspulen, aber das wäre ein bisschen lächerlich. Ich will das Spiel nicht lächerlich machen. Also so Schnellvorlauf, ihr wisst schon, so Zeitsprünge sowieso nicht. Hast du eben auf mich gezielt mit deiner Armbrust? Ich hoffe es mal nicht, mein Freund. Und du ziehst nicht die Klinge, wenn ich vorbeilaufe. Das macht mich nervös. So, er hier war es, ne? In dem Haus, genau. Du warst das. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Korab. Ich konnte euren Troll überzeugen, die Brücke zu flicken. Wunderbar. Ganz Bindegarn wird dir dankbar sein. Wunderbar. Und jetzt gib mir meinen Lohn. Wir sind knapp bei Kasse. Wie fatal. Adieu. Dann sollte man... Der Hexer. Weltenbummler. Dann sollte man aber auch keine Belohnung ausschreiben, ja? Sei froh, dass ich so ein netter Kerl bin. Na gut. Ich würde aber sagen, das war jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Ich dachte eigentlich, ich finde hier Fluss der Geheimnisse. Ich lese das mal kurz. Der Fluss der Geheimnisse. Als Geralt sich im Lager des Kairans umsah, fand er ein Schiffswrack. Darin lag eine Leiche, die des Kapitäns, wie sich herausstellte. Geralt fand einen Schlüssel bei dem Toten. Er nahm das Fundstück an sich und sah sich instinktiv nach dem dazugehörigen Schloss um. Der Schlüssel, den der Hexer beim toten Kapitän gefunden hatte, passte zu einer rostigen Kiste in der Nähe. Darin fand Geralt das Logbuch der Petra Cilly, nebst einer Abschrift, die an die Universität zu Ochsenfurt adressiert war. Unser Held schlussfolgerte, dass der Kapitän von seiner Reise hatte berichten wollen, aber nicht mehr dazu gekommen war, die Handschrift abzuschicken. Der Hexer beschloss, dies bei der königlichen Post nachzuholen, zu der die temerischen Beamten Zugang hatten. Und wer vertrat den König in Flotsam? Das war keine schwere Frage. Ja, Merse, oder? Nach der Lektüre des Logbuchs entsann sich Geralt zweier Schiffe auf dem Ponta. Er hatte eine Ahnung, dass er auch noch das zweite Wrack finden würde. So eine Ahnung trug den Hexer selten. Unser Held gelangte zu dem konkreten Schluss, dass der Kapitän einen Bericht über seine Reise hatte abliefern wollen, es ihm jedoch nicht gelungen war, das Schriftstück zu versenden. Der Hexer beschloss, dies unter Verwendung der königlichen Post zu übernehmen, die nur temerischen Beamten zur Verfügung stand. Wer besetzte das Büro in Flotsam nach des Königs Willen? Die Antwort war einfach. Warum ist es jetzt doppelt gemoppelt? Irgendwie war das jetzt doppelt gemoppelt, der Text. Naja. Gut. Ich würde sagen, das machen wir noch ganz schnell. Beziehungsweise,
Ich werde mich erstmal dafür entscheiden, wie ich das nächstes Mal mache. Vielleicht suche ich erstmal das Schiffswrack und dann gehe ich vielleicht zum Mercer, weil ich kann mir denken, wo das ist. Ich sagte ja, hier unten, seht ihr? Da, wo dieses... Hier, das habe ich ja schon gesehen. Da, wo dieses eingestürzte Teil hier ist. Das ist ja ein Teil von der Brücke. Oder das war auch mal eine Brücke hier. Da, wo die Gute uns das Amulett gereinigt hat. Und hier war ich auch noch nicht, glaube ich. Keine Ahnung. Schauen wir uns nächstes Mal an, Leute. Ich beende erstmal den Part. Ich werde nochmal kurz meditieren. Noch ein Level abholen. Das mache ich aber nächstes Mal. Leute, wir sehen uns wieder bei The Witcher 2 Assassins of Kings.